Was bedeutet es, ein Drachenblut zu sein? Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Okay. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. In Ordnung. Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Das ist eine sehr lange Geschichtsstunde hier, glaube ich, was? Außerdem glaube ich, dass dieser Ulfric Sturmmantel auch ein Drachenblut ist, wenn er den König mit seiner Stimme getötet hat. Gibt es nur vier von euch Mönchen? Erzählt mir etwas über die Graubärte. Ja gut, gibt es nur vier von euch? Fünf. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Okay. Wann kann ich den denn treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Ja, ist ja gut. Über die Graubärte weiß ich genug. Kloster, Ausbildung, Stimme, gut. Und wer war Jürgen Windrufer? Er war im Großen Krieg ein Anführer der Alten Nord, ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Was ist der Weg der Stimme? Ich weiß, es ist eine Menge Geschichte jetzt gerade, aber wir müssen ja einen gewissen Grundstock haben. Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Aber ich bin kein Anhänger eurer Philosophie. Warum wollt ihr mir helfen, die Stimme zu erlernen? Ich werde versuchen, dem Weg der Stimme zu folgen. Ah, das ist so Kusche, ne? Ich bin ja nicht von hier. Das Drachenblut ist eine Ausnahme aller Regeln. Das Drachenblut selbst ist ein Geschenk der Götter. Wie könnten wir ein Geschenk annehmen und das andere ablehnen? Als Drachenblut habt ihr die Fähigkeit des Schreis direkt von Akatosh erhalten. Daher wollen wir euch den richtigen Gebrauch eurer Gabe lehren, die Grenzen überschreitet, die andere Sterbliche binden. Okay, gut, dann haben wir's jetzt. Dafür, dass die hier oben so, Atem und Konzentration. Ja, so einsam leben und eigentlich so verschwiegen sein sollen, reden die ganz schön viel. Es ist schon wieder Nacht geworden. Das hier ist der Weg zum
Patrax, Pantrax, da komme ich nicht durch, ne? Ne. Okay, hier geht's noch weiter nach oben. Also, würde ich sagen, wir verlassen das Kloster wieder und machen uns auf, um das Horn zu suchen, damit wir dann den ersten Schrei haben. Ich muss ja dann sowieso wieder hierhin zurück, ne? Dann kann ich mir das alles noch in Ruhe angucken. Alles gucke ich mir dann schön in Ruhe an. Das Horn von Jürgen Windrufer. Wo muss ich denn dahin? Wahrscheinlich an den Arsch der Welt. Wie komme ich denn dahin? Ich glaube. So, wir machen jetzt als erstes mal eine Schnellreise. Mord. Na? Warum lange laufen, wenn wir es abkürzen können? Im Grunde genommen laufen wir ja den Weg zurück. Ja, Eistroll. Du hast mich auch gerade ganz schön getrollt. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Das ist doch mal ein Nachthimmel. Yeah. Aber wollen wir uns nicht weiter ablenken? Wie viel Geld habe ich denn? 2,5. Wo habe ich denn schon wieder Geld gelassen? Weiß ich nicht. Hier war doch irgendwo. Hallo Kutschmann. Soll ich euch mitnehmen? Das wäre toll. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Ich möchte eure Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Ich möchte gerne nach Mortal. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Wieso wieder? Ich war noch gar nicht drin. So sparen wir nämlich eine Menge Weg. Ich weiß, wir könnten natürlich schön durch die Natur, durch die Wildnis laufen und alles erkunden. Aber dafür haben wir dann noch mehr Zeit, wenn wir natürlich erstmal die großen Städte alle auf der Karte haben. Meine Anliegen im Moment ist erstmal. Dass wir die Stimme vervollständigen, beziehungsweise unerbittliche Macht. So, wo bin ich denn hier? In Mortal Schneitz. Ist hier irgendwo ein Kaufmann? Ein Wachhaus. Alvas Haus sieht wie ein Privathaus aus. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Falians Haus. Da hinten ist die Sägerei. Oh, Gewitter. Auch das noch. Ja, hier komme ich nicht rüber. Na toll, Mistwetter. Wo ist denn jetzt hier eine Schenke? Obwohl, eigentlich brauche ich ein Kaufhaus. Ein Kaufhaus. Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns mit unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Was ist denn hier schon wieder los? Bitte,
Es reicht. Ich habe Ikbrod eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Geht bitte wieder an eure Arbeit. Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Murtal hat auch so schon genug Probleme. Ach, sinnlos. Dann machen wir mal weiter. Ihr habt ein Problem, wie es scheint. Oh. Bei allem, was mir heilig ist. Was für ein Schrei. Wie die Grauwerte auf ihrem Berg. Entschuldigung, ich hab mich nur verklickt. Bleib ganz entspannt, mein Freund. Bürger? Was ist das hier? Hochmondsaal. Ich glaube, das hier ist das Haus vom Jarl, ne? Ja, um die Probleme des Jarls kümmere ich mich gleich. Jetzt brauche ich erstmal hier... Hütte des Taumaturgen? Nee, das ist auch nicht, was ich suche. Moorblick, das ist, glaube ich, die Taverne, ne? Ja. Jetzt sagt mir doch bitte, dass ihr hier irgendeinen Kaufmann habt oder so. Dieses Haus. Ne, da war ich ja schon, da hinten. Hör ich mir mal die Probleme der Leute an. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Grauwerte es erst einmal zu sich gerufen haben. Wir beginnen. Ist Tu um eine Fertigkeit? Wir beginnen mit der Ausbildung. Ich muss hier mal kurz rein. Mich vor dem Regen schützen. Oh, sonst werden wir ganz nass und sonst werden wir noch krank. Und apropos krank, bin ich schon wieder krank? Nee, bis jetzt hat noch keiner der entweder anderen irgendwas gesagt. Ihr geht jetzt besser. Aber... Warum? Was ist denn das? 10 Uhr morgens. Krank bin ich nicht, ne? Nein. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Ich wollte nur wissen, worum es ging draußen. Ah, das habt ihr also gesehen. Ich krieg viel mit. Die Lage in Moortal ist in letzter Zeit angespannt. Die Leute sind unsicher, rastlos. Sie hängen fast mit religiösem Eifer an den Lippen des Jarl. Was ist in Moortal los? Man munkelt von einer Rebellion gegen das Kaiserreich. In den Sümpfen hört man des Nachts seltsame Geräusche. Ah. Und dann ist da noch das Trauerspiel mit Rogars Haus. Die Männer sind einfach nur auf der Suche nach Weisheit. Alles wird gut ausgehen. Aber Moortal scheint doch eine recht ruhige kleine Stadt zu sein. Das wollten auch viele hier. Ein ruhiges Leben an einem ruhigen Ort. Ohne den Lärm oder die Hektik der Stadt. Jetzt machen sich ein paar Leute Sorgen, dass dieser Zauberer Valion alles verderben könnte. Zauberer. So, quatsch ich jetzt noch mit dem Jarl. Im Moment bin ich ja erstmal wegen was völlig anderem hier. Im Moment bin ich erstmal wegen etwas völlig anderem hier. Ja, ich habe eine ganz eigene Spielweise. Es regnet. Aha. Ihr da. Ihr werdet Drachen genannt. Aha. Wer bist denn du? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Wir wissen, dass ihr das falsche Drachenblut seid. Ihr werdet der Rückkehr des wahren Drachenbluts nicht im Wege stehen. Er kommt schon bald und wir bringen ihm euer Herz als Opfergabe dar. Du spinnst ja wohl. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Wow. Aua.
Was seid denn ihr für komische Kultisten? Habt ihr den Feuerdings erwischt? Oh, ihr brennt immer noch. Vielleicht sollte ich Feuer nicht mit Feuer bekämpfen, sondern damit. Ist das denn die Möglichkeit? Ich vergesse immer auf meine Lebensanzeige zu achten. Sag mal, Gas heran! Was? Ihr werdet Drachenblut genannt? Wieso bist du jetzt ein... keine Ahnung. Eure Lügen stoßen auf... Ihr werdet der Rückkehr... Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg. Halt, Moment. Wir müssen erstmal hier einen Heiltrank nehmen. Dann müssen wir erstmal die Magie umschalten. Und dann geht's los. Boah, das sind zwei. Boah, gibt's sowas? Leute. Stirb! So. Du mieses Stück. Ach, Quatsch. Ist vorbei? Kultistenbefehle. Lies die Befehle der Kultisten. Das ganze Zeug, was sie so mit sich rumtragen, ist unräumlich. Na, ich kann Platz füllen. So, ihr Kultisten, wer seid ihr? Also, Solstheim. Ja, geh doch mal weg. Geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid. Bringt sie nach Wilhelm. Nach Wilhelm. Wilhelm, der wartet nämlich da und, bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als... Ja, bevor sie Solstheim erreicht. Wer ist denn jetzt Mirak? Wieso? Mysterium über Mysterium. Wo sind denn die anderen? Wo ist denn der andere Tote? Ja. Valion sagt, dass ich eine gute Schülerin bin. Ich lerne gerne, wenn es... Hier war doch noch ein Toter. Ach da. Oh nein, die Wache. Oh, die haben die Wache umgebracht. Ah, das hat aber nur 18 Schadenspunkte. Das ist nicht gut. Ich brauche eine größere, eine stärkere Waffe. Was mache ich denn jetzt? Jetzt stehe ich erstmal hier und hadere der Dinge. Hier ist eine Wache wegen mir gestorben. Eine Leiche. Kultisten. Hast du meine Mutter gesehen? Ich warte immer noch darauf, dass sie nach Hause kommt. Nee, habe ich nicht. Tut mir leid, Wirkmund. Ich wurde von einigen Personen angegriffen. Das machen wir später.
Ja, das machen wir auch noch. Das Horn. Wie weit sind wir denn entfernt? Nicht allzu weit. Erstmal gehen wir in die Taverne. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet. Hab ich nicht vor, guter Mann. Obwohl, wenn ich hier nichts kaufen kann, nützt mir das hier doch auch nichts. Schwierig. Willkommen im Morblick. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir. Es ist schön, einen Gast zu haben. Was brauche ich denn? Wir haben nicht viel zu bieten, aber wenn ihr einen trockenen Ort für die Nacht braucht, könnt ihr hier ein Zimmer bekommen. Erstmal gibt's hier Gerüchte. Es heißt, es gäbe in Rifthorn jemanden, der Gesichter verändern kann, gehört. Sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Was ist denn mit dem abgebrannten Haus? Rogers Haus? Es ist vor kurzem abgebrannt. Das mit seiner Frau und den Kindern ist wirklich schlimm. Die Schreie haben die halbe Stadt aufgeweckt. Ah, ich verstehe. Die meisten Leute meiden es, da sie fürchten, es sei verflucht. Wie ist das Feuer ausgebrochen? Roger behauptet, das Feuer sei von der Kochstelle ausgegangen. Einige sagen, Roger hätte es selbst gelegt. Obwohl seine Frau und sein Kind im Haus waren? So erzählt man es sich. Er lebt jetzt bei Alva. Ein Tag nach dem Brand ist er eingezogen. Es gehört sich einfach nicht, einen Tag nachdem die Familie stirbt, zu einer neuen Frau zu ziehen. Nee, das gehört sich wirklich nicht. Und natürlich können sie nicht beweisen, dass er sie ermordet hat. Ja, unser Jarl wüsste jedoch nur zu gern, ob er es getan hat. Vielleicht zahlt er sogar dafür. Das geht natürlich nicht. Wenn er das wirklich gemacht hat, hat Frau und Kind ermordet, um mit einer anderen zusammen zu sein. Das geht nicht. Da muss ich gleich mal intervenieren. Wie läuft denn das Geschäft so? Nein, es gibt überhaupt keins. Schon vor dem Krieg gab es nicht viele Gründe, Moortal aufzusuchen. Und jetzt? Naja, sagen wir einfach, die Vordertür wird nicht oft benutzt. Darum bin ich ja jetzt hier. Was ist mit dem Ork da? Lorbuk? Er hält sich für einen Barden. Er zahlt, also kann er bleiben. Hätte ich Kunden, würde ich mir Sorgen machen, dass er sie nervt. Aber, naja, seht euch um. Was habt ihr denn zu verkaufen? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Das ist natürlich alles für... Stellt 10 Gesundheitspunkte wieder her. Nehme ich. 5. 2, 2, 5, 10. 10. 10. Ich esse alles. Okay, gut. Das war's schon. Möchte ich ein Zimmer mieten? Also gut. Mittags. Nee, ich glaube, ich breche mal lieber. Oder muss ich erstmal regenerieren? Ja, das ist immer ein Angebot. Wir haben nicht viel zu bieten, aber wenn ihr einen trockenen Ort für die Nacht braucht, könnt ihr hier ein Zimmer bekommen. Vielleicht frage ich aber auch erstmal den Jarl, was das mit dem Haus auf sich hat. Ich hatte nicht vor, eine Taverne zu betreiben, aber Valion wollte hierhin, also bin ich mitgegangen. Ach, du gehörst zu dem Zauberer. Das ist ja interessant. Gut, schauen wir mal weiter.